Lektion 127. Es gibt keine Liebe außer der Liebe Gottes. Ihr seid in der Tat gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und diese Wahrheit wird den Geist und das Herz von allen klären, die versuchen, das zu glauben. Wir verstehen, dass ihr sehr, sehr viele verschiedene Arten von Liebe habt, an die ihr glaubt. Und die es hier gibt auf dieser Erde, die Liebe einer Mutter für ihr Kind, die Liebe eines Musikers für die Musik, die Liebe eines Liebhabers für eine andere Person. Aber wir möchten, dass ihr versteht, dass die Essenz der wahren Liebe sich niemals verändert. Die Welt, in der ihr lebt, basiert auf Trennung. Das ist die Grundlage dieses Ortes. Das ist die vorgegebene Einstellung dieses Ortes. Aber du kommst aus der Liebe und das ist der Grund, warum du dich so fühlst, als ob du nicht zu dieser Welt gehören würdest oder als ob du nicht hierher gehören würdest. Und das ist auch der Grund, weshalb du auf die Welt schaust und weißt, hier ist irgendwas fürchterlich schiefgelaufen. Denn du wurdest von der Liebe, für die Liebe, aus der Liebe erschaffen. Und dein System der inneren Führung ist verbunden mit diesem unsichtbaren Zuhause. Es ist im Moment für dich unsichtbar, weil du lebst hier in dieser Welt und du wertschätzt die Welt. Aber du wirst feststellen, je länger du auf diese Welt schaust, je länger du auf den Tod schaust und je länger du auf die Dinge schaust, die hier auf diesem Planeten jetzt hier in dieser Zeit geschehen, umso schlechter fühlst du dich. Außer wenn du dich auf Gottes Liebe fokussierst. Gottes Liebe ist die ewige, Gottes Liebe ist die zeitlose. Gottes Liebe ist das, was in dir ist und was sich nie verändert. Es ist Gottes Liebe, die dir die Möglichkeit gegeben hat, hier in diese Trennung zu kommen, weil du es wolltest. Es scheint wie Wahnsinn und wenn du dich hier in dieser Welt umschaust, dann weißt du, dass das wahr ist. Es ist ein wirklich verrückter, sehr verrückter Platz, in dem du dich hier selbst findest. Aber gibt es nicht Aspekte hier, die du willst? Hast du nicht ein Begehren nach bestimmten Aspekten hier? Und jagst du nicht nach bestimmten Aspekten von dem hier? Das ist es, worauf du hier jetzt schauen musst. Und frage dich, ist es das, womit ich mein Leben verbringen will, das zu tun? Möchte ich mein Leben damit verbringen, nach diesen Idolen zu jagen oder diesen Götzen, in die mich das Marketing-System dieses Planeten trainiert hat und in die das Ausbildungssystem dieser Erde mich trainiert hat? Aber möchte ich nicht lieber die Reise nach Hause suchen, nicht im Tod? Der Tod bringt dir keine Erleichterung, aber im Leben, im wahren, reinen, wahren Leben, in der Ausrichtung und Übereinstimmung mit der Liebe. Das ist es, was dir Erleichterung bringen wird. Und das ist zeitlos. Du warst, bevor dieser Körper geboren wurde. Du wirst sein, nachdem der Körper sich hier verabschiedet hat und nicht mehr nützlich ist. Das ist Liebe, die ungeteilte, die unveränderliche Verbindung mit dem Göttlichen. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.